Breaking News, Leute! Kevin Feige und Marvel werden den nächsten Spider-Man-Film produzieren. Bam! Somit ist es nämlich offiziell, dass die Pattsituation zwischen Sony und Walt Disney Pictures wegen der Beteiligung von Marvel Studios am nächsten Spider-Man-Film sind beendet. Die beiden Studios veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, wonach Kevin Feige in der Tat den Nachfolger von Spider-Man Homecoming und Spider-Man Far From Home zusammen mit Amy Pascal von Sony produzieren wird. Im Rahmen des Deals wird Tom Hollands Spider-Man auch in weiteren zukünftigen MCU-Filmen seiner Trilogie auftreten und könnte auch in Sony Spider-Verse-Filmen erscheinen. Somit ist der dritte Spider-Man-Film von Marvel Studios an dem 16. Juli 2021 vorgesehen und erweitert diese schon bereits überfüllte Phase 4 und wird dann mit dem Film von Paramount Mission Impossible 7 am Erscheinungsdatum, nämlich den 23. Juni 2021, konkurrieren. Marvels Shang-Chi The Legend of the Ten Rings wird am 12. Februar 2021 erscheinen. Doctor Strange Into the Multiverse of Madness wird am 7. Mai 2021 erscheinen. Und Thor Love and Thunder wird am 5. November 2021 dann erscheinen. Und das macht somit das erste Jahr 2021, wird zum ersten Mal 4 MCU-Filme erscheinen in einem Jahr. Kevin Feige sagte in einem Interview: "Ich bin begeistert, dass Spideys Reise im MCU fortgesetzt wird und ich und wir alle von Marvel Studios freuen uns sehr, dass wir weiter daran arbeiten können. Spider-Man ist eine mächtige Ikone und ein Held, dessen Geschichte jedes Alter und Publikum auf der ganzen Welt anspricht. Er ist zufällig der einzige Held mit der Supermacht der filmischen Universen durchquert. Während Sony seine eigenen Spider-Verse weiterentwickelt, weiß man nie, welche Überraschungen die Zukunft bereiten könnte." "Das ist großartig", sagte Amy Pascal. "Peter Parkers Geschichte nahm in Far From Home eine dramatische Wendung und ich könnte nicht glücklicher sein, dass wir alle zusammenarbeiten werden, wenn wir sehen, wohin seine Reise hinführt. Wir haben in den letzten 4 Jahren hervorragend zusammengearbeitet und unser gemeinsamer Wunsch nach einer Fortsetzung entsprach dem vieler Fans", sagte Robert Lawson, Chief Communications Officer von Sony Pictures Entertainment. "Wir freuen uns, auf gemeinsam voranzukommen." Während Sony 2 weitere Spider-Man-Filme in Arbeit hat, hat John Watts, Regisseur von Spider-Man Homecoming und Far From Home, anscheinend noch nicht für die beiden zukünftigen Filme unterschrieben. Watts wird für andere Projekte umworben, angeblich auch von Marvel Studios. Daher gibt es keine Garantie dafür, dass der Regisseur für einen dritten Spider-Man-Film zurückkehren wird, obwohl er zuvor erklärt hatte, dass er sich für 2 weitere Projekte verpflichten würde. Zu Sonys neuesten Filmen gehören die Fortsetzung von Venom mit Tom Hardy und Andy Serkis sowie Jared Leto's Morbius. Ein Kraven the Hunter-Film und ein Spin-Off mit Silver Sable und Black Cat sind auch in Produktion. So, ich denke mal, Leute, das sind Great News, die jetzt da ans Licht gekommen sind. Es war klar, dass die Zeit kommen wird, dass sie sich beide wieder zusammenraufen, die beiden Parteien, Disney und Sony. Und ich bin gespannt, was sich da in Zukunft jetzt zusammenbauen lässt, sei mal mit Spider-Man weiterhin, dass er vielleicht noch in, ja, so mit diesem Deal, der jetzt ja halt geschlossen wurde, dass beide ihr Spider-Verse weiterbauen können und natürlich MCU wird der Spider-Man weiter auftreten. Vielleicht könnte man auch sagen, okay, Venom wird irgendwann auch ins MCU eingeführt. Ist vieles möglich. Ihr habt jetzt hier das bekommen, dass alles offiziell ist und ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen und auf jeden Fall lasst ihr doch gerne mal hier ein Abo hier und freut euch auf morgen. Morgen ist nämlich Livestream um 20.15 Uhr angesagt mit Phantomas und den Alter hier und wir. Schaut gerne vorbei, es gibt sogar was zu gewinnen und ja, Leute, ne, dann freut euch einen Keks hier auf die News und bis dann und ciao und bam!